Flotte und ich bringen alle Tierfreunde in den Kindergarten, um zu spielen. Na kommt schon, ihr Süßen. Heidi zeigt euch jetzt erstmal ein paar lustige Pferdfinderspielchen. Okay, Lorna, führe uns zum Herzen des Weltwaldweb. Ja, zeig uns den Weg. Ich bin bereit. Wenn du es bist. Ja, was das angeht. Du weißt doch hoffentlich, wo es ist, oder, Lorna? Naja, Was ist los, Lorna? Du guckst ein bisschen belämmert. Verstanden? Sie ist ein Schaf. Ja, den habe ich schon mal gehört. Wir müssen hier lang. Okay. Spaßbremsen. Der Standort des Herzens des Weltwaldwebs ist in eine uralte Tafel geschnitzt, die ich unter einem riesigen Stein versteckt habe. Ja, das schränkt es ein. Du weißt doch sicher noch, unter welchen Stein, oder? Schafe haben ein sehr gutes Gedächtnis. Kurzzeit. Das Problem ist, dass ich sie vor so langer Zeit versteckt habe, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo. Meine Schuld. Die gute Nachricht ist, Schafe sind außerdem sehr stark. Und ich glaube, es könnte, dieser sein. Tada! Oder vielleicht ist es ja der da. Tada! Okay, es ist definitiv dieser. Tada! Vielleicht sollte ich besser damit aufhören, Tada zu sagen, bis ich den richtigen gefunden habe. Ja, es macht uns bloß Hoffnungen. Hoffnung? Was ist das? Nun, sie muss hier doch irgendwo sein. Also, wenn ich eine alte Tafel wäre, wo wäre ich dann? An einem sicheren Ort eingesperrt und nicht unter einem Stein? Oh, stimmt ja. Ich hatte sie unter dem Riesenkürbis versteckt, weil Riesenkürbisse mich immer an alte Steintafeln erinnern. Okay. Ich wurde von meiner Mutter auserwählt und meine Mutter wurde von ihrer Mutter auserwählt. Und ihre Mutter wurde von ihrer Mutter als Hüterin dieser uralten, heiligen Tafel auserwählt. Es ist der einzig bekannte Schlüssel, um zu finden das Herz des Weltwaldwebs. Mama. Oh nein. Das klingt gar nicht gut. Nope. Das kommt aus Heidis Kindergarten. Da stimmt was nicht. Guten Morgen, Wunderwald. Ich begrüße euch zur Begrüßung des Frühlings. Ja! Warte, kann man eine Begrüßung begrüßen? Ich würde sagen, ja. Und laut der Anzeige der Willkommensweide ist es nur noch eine Minute bis zum Frühling. Ja! Um den Frühling dieses Jahr herzlich willkommen zu heißen, habe ich meinen jährlichen wunderbaren Willkommenszauber vorbereitet. Denn, hey, Frühling ist mein Ding. Ich hoffe, dass er euch genauso gut gefällt wie uns. Twist! Ja? Tada! Das ist wirklich zauberhaft. Hey, Leute. Na, ihr zwei? Hey, Freundin, wo bist du gewesen? Ich mag es nicht, ohne dich anzufangen, aber wir können den Frühling ja nicht warten lassen. Entschuldige die Verspätung, aber ich musste noch meinen Frühlingswillkommenszauber abschließen. Zeig's ihnen, Flick. Tada! Oh, bleibst du wohl hier, du dummes Ding? Aber Felicity, ich kümmere mich immer um den Frühlingswillkommenszauber. Du weißt doch, Frühling ist mein Ding. Ist so eine Art Tradition. Nein, nicht so eine Art. Es ist eine. Naja, ich hatte gehofft, wir könnten eine neue Tradition erschaffen und zusammen den Willkommenszauber durchführen. Als beste Freundinnen. Oh. Das ist ja so lieb und wirklich aufmerksam von dir. Aber Süße, ich bin ein Kaninchen. Ich bin ein lebendiges, atmendes Symbol des Frühlings. Und du bist ein Fuchs in mehr als nur einer Hinsicht. Ja. Und du weißt, ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder zurück, aber vielleicht übernimmst du den Willkommenszauber für den Herbst. Mit deiner Fellfarbe wäre der Herbst doch einfach perfekt. Hm.
Gedacht. Aha. Und es sieht so aus, als wäre Frühling wirklich dein Ding. Ja, das ist es. Also verkündige ich euch hiermit feierlich meine eindeutige Entscheidung, dass es mich glücklich machen würde, mich zu quälen, auf den Herbst zu warten. Ja, ich danke dir so sehr. Deinetwegen fühl ich mich glücklich. Ich nenne dich ab jetzt Felicity. Fühl dich frei. Seht doch, es sind noch 11 Sekunden bis zum Frühling. Gesucht. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier schaffe, Bree. Es tut mir leid. Jetzt hör mal gut zu, Felicity. Ich weiß vielleicht nicht, wie das Herz des Weltweitwebs oder wie auch immer das heißt, riecht. Alles, was ich gerade riechen kann, ist meine Angst. Aber wenn jemand das finden kann, dann du. Glaubst du das wirklich? Nein, ich weiß es. Du hast uns hierher gebracht, oder nicht? Ja, das hab ich. Warte. Ich denke, vielleicht... Ja, ich fühle etwas. Los, Felicity! Das Weltwaldweb liegt nördlich von uns und es riecht definitiv sehr holzig. Geh zur Seite! Bitte achtet nicht auf das Sterben der Natur. Stattdessen solltet ihr lieber mein neues, wunderschönes Haute Couture-Federkleid aus meiner diesjährigen Frühjahrskollektion bestaunen. Wow. Das muss ich haben. Es ist ein echtes Original, so wie ich. Und dazu einen Hauch meines neuen maßgeschneiderten Frühlingsparfums. Ich nenne es Geruch. Geruch von Sage. Ab sofort im Handel erhältlich, falls der Frühling jemals neu gestartet wird. So, wie ihr sehen könnt, gibt es absolut keinen Grund, Angst zu haben.
Während wir hier sprechen, sind unsere Freunde dabei, den Frühling neu zu starten. Das heißt, es ist also alles Paletti. Und um zu beweisen, dass die Welt nicht bei Sonnenuntergang untergeht... Du, das hätte ich nicht sagen dürfen. Flap wird euch jetzt mit einem kleinen, beruhigenden Pfeifliedchen, an dem er gearbeitet hat, nach Hause führen. Ich fühle mich schrecklich, damit sie anzulügen. Wir lügen nicht, Petter. Wir verbreiten nur gut ausgewählte Halbwahrheiten. Das ist Teil unserer wichtigen Mission, also Kopf hoch. Autsch, das hat wehgetan. Okay, ich versuch's. Außerdem glaube ich wirklich, dass unsere Freunde den Frühling bei Sonnenuntergang neu starten werden. Und all diese seltsamen Dinge endlich aufhören. Geschreckte Vogelscheuche! Achte auf deinen Ton! Entschuldigung, bin gleich wieder da! Oh, du flauschiges Meisterwerk, mach dich bloß nicht schmutzig, du kannst nur chemisch gereinigt werden! Oh, Caper, du armes Ding! Bist du etwa immer noch so nervös? Das war ich nicht! Aber wenn du das nicht warst, woher kommt denn dieser furchtbare... Währenddessen auf dem üppigen Ackerland von Erntehügel, Lorna, Heidi, Cambry, Dinah, Siesta und ihre Tierfreunde bereiten sich darauf vor, ihre jährliche Frühlingssaat anzupflanzen. Ist das aufregend? Oh, noch wissen sie nicht, dass der Frühling kommt. Oder vielleicht auch nicht. Daumen drücken. Gib einfach ein paar Samen hinein. Die Erde erledigt den Rest. Ja, da werden Beeren und Melonen draus. Erntehügels Beste. Die Samen werden magisch wachsen. Und dann feiern wir hier Feste. In Erntehügel sind unsere Früchte von allen die allerbesten. Ja.